Hallo und willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Filme auf eure iDevices laden könnt und im Anschluss dann auch, wie ihr diese auf eure Xbox 360 abspielen könnt. Die Filme, die sollten im MP4-Format sein, damit sie vom iPod erkannt werden. Und natürlich könnt ihr jedes Format in ein MP4-Format konvertieren. Dazu braucht ihr ein Programm, zum Beispiel den FreeMic Video Converter. Den finde ich persönlich am besten. Der Download-Link ist in der Description. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das konvertiert. Also öffnet den Videokonverter, geht hier auf Plus Video und wählt euer Video aus, zum Beispiel die MKV hier. So, jetzt wählt ihr am besten aus für Apple. Das Ganze ist so, ihr seht hier eure, also die ganzen iDevices aufgelistet. Und natürlich hat je nach Displaygröße und Pixeldichte haben die Videos unterschiedliche Größen. Und deswegen solltet ihr hier euer richtiges iDevice auswählen, damit es gleich auf die optimale Bildschirmgröße auch gerendert wird. Ich habe ein iPod Nano 7. Generation, deswegen wähle ich das hier aus. iPod Nano hat ein kleines Display, 2,5 Zoll, deswegen auch hier wenig Pixel. So, dann könnt ihr hier anklicken, Export in iTunes und hier einen Folder angeben. Zum Beispiel, ich will das jetzt hier in meinem Video Library. Und ja, das Ganze, wenn ihr das anklickt, Export in iTunes, das Video wird zwar hier reinkopiert, aber auch gleich im iTunes dann angezeigt. Das heißt, ihr braucht es nur einmal anhaken zum Synchronisieren. Es gibt hier auch erweiterte Einstellungen. Hier lasst ihr aber auf einfache Verschlüsselung und hier bei Einstellungen passt das eigentlich auch. Das ist schon optimal für euer iDevice zugeschnitten. Und dann geht ihr einfach hier auf Konvertieren. Es ist so, dass wenn ihr hier auf Konvertieren geht, je nach Größe des Videos, zum Beispiel eine MKV, die hier 1 Stunde 16 lang ist und eine ziemlich große Auflösung hat, die hat nämlich 4 GB auch das ganze File, dann dauert das Konvertieren ziemlich lange. Also je nach Rechenleistung kann das eine halbe Stunde dauern, auch bis zu 6 Stunden. Also lasst das einfach mal rennen und ich werde das jetzt auch rennen lassen, kurz einen Cut machen und euch dann nachher zeigen, wie ihr das synchronisiert. So, und nach dem Rendern solltet ihr euer Video in dem Folder haben, den ihr ausgewählt habt. Und jetzt könnt ihr natürlich den iPod anstecken, iTunes öffnen. Dann klickt ihr auf den iPod, geht unter Filme und solltet hier eben die gerenderte Movie-Datei haben. Hier Haken setzen, hier Haken setzen, fertig gehen und das Ganze wird schon kopiert. Ja, was ich euch jetzt im Nachhinein noch zeigen werde, wie ihr das Ganze auf eurer Xbox 360 abspielen könnt, also indem ihr einfach den iPod per Kabel mit dem USB-Port verbindet und dann über die Xbox darauf zugreifen könnt und das Ganze abspielen. Und das werde ich euch jetzt kurz zeigen. So, hier zeige ich euch das jetzt für die alten iPods. Um MP4s auf der Xbox 360 abspielen zu können, müsst ihr die optionale Medienaktualisierung installieren. Dazu geht ihr unter die Suche und gebt optionale Medienaktualisierung ein, wählt das Ganze aus und installiert das. Dadurch kann die Xbox 360 dann MP4s abspielen. MP4s sind auch das Format, was der iPod benutzt. Und bei alten iPods könnt ihr dann einfach unter Videos gehen und dort eure Videos direkt vom iPod abspielen lassen. Bei den neueren iPods funktioniert das leider nicht mehr. Das heißt, iPhone geht nicht, iPad geht nicht, neueren iPods funktionieren auch nicht, da die Pfade geändert wurden. Da müsstet ihr den iPod bzw. iDevice als ein USB-Device konfigurieren, also wie ein USB-Stick. Das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss, wie ihr das machen könnt. Und am Schluss dann eben, wie ihr beide Methoden verwenden könnt, je nachdem, was ihr habt. So, das war jetzt die Methode für die alten iPods. Jetzt bei dem neueren iPod, wie bei dem Nano 7. Generation, iPhone, iPad, funktioniert das leider nicht mehr, weil die Pfade geändert wurden und somit die Xbox 360 dann den Ordner nicht findet und ihr könnt eben nur dann die Fotos anschauen. Ja, jetzt geht das Ganze so, ihr könnt natürlich den iPod bzw. iDevice wie eine externe Festplatte auf der Xbox verwenden. Dazu geht ihr auf Verwendung als Volume aktivieren. Dann seht ihr natürlich den iPod hier auch wie eine Festplatte oder einen USB-Stick am Computer und könnt hier auch eure Videos reinziehen.
ist natürlich jetzt aufwendiger und natürlich ist es blöd, weil wenn ihr die Videos so hier drinnen habt, könnt ihr sie nicht am iPod anschauen. Da die Videos, wenn ihr die über iTunes synchronisiert, hier irgendwo in einen versteckten Ordner reinkommen und das leider die Xbox nicht abspielen kann. Ja, ich werde euch trotzdem zeigen, wie das Ganze auf der Xbox ausschaut, wie ihr das abspielen könnt. Und ihr braucht sowieso die Medienaktualisierung, glaube ich, damit die Xbox 360 die MP4s zumindest abspielen kann. Und ich werde euch das jetzt kurz auf der Xbox zeigen. So, auf der Xbox 360, wenn ihr den iPod angesteckt habt, wird dieser wie ein USB-Stick erkannt, beziehungsweise eine externe Festplatte. Hier unter Storage könnt ihr zum Beispiel sehen, ihr habt ein neues USB-Storage-Device, was jetzt euer iDevice ist. Dann könnt ihr hier zurückgehen. Wie gesagt, bei alten iPods oder alten iDevices eben, könnt ihr unter Meine Music Apps, System Music Player, Portable Device, könnt ihr dann auf Play Music gehen. Bei neueren stimmen die Pfade nicht, deswegen geht das hier jetzt nicht. Zum Beispiel dann auch dasselbe bei TV und Filme. Geht ihr auf System Video Player, Portable Device. Ihr solltet dann hier noch ein Videofolder haben bei den alten iPods. Bei den neuen müsst ihr sie so drauf kopieren über Arbeitsplatz und über den iPod, also wie auf einen USB-Stick und könnt ihr eben so abspielen. Damit ihr die MP4s abspielen könnt, braucht ihr glaube ich die Medienaktualisierung. Also ich glaube ohne, ich weiß nicht, ob sie es im neuen Dashboard schon inkludiert haben. Aber ich glaube, ihr braucht die Medienaktualisierung, also ladet sie mal runter. Dann könnt ihr die MP4s abspielen. Und hier könnt ihr die auswählen. Und ja, trotz der Umwandlung finde ich, schauen die Filme trotzdem noch relativ gut aus. Ich schaue das hier jetzt auf einem 46 Zoll und trotz der relativ geringen Auflösung sieht das Video doch noch gut aus. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch das Ganze ein bisschen erklärt. Und ja. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.